Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich weiß noch nicht, wie lange dieser Vlog gehen wird. Ich bin gerade von meinem Freund nach Hause gekommen. Ich bin auch extrem müde. Es ist nämlich schon abends. Aber es ist draußen noch hell und ich freue mich mega immer, wenn es draußen hell ist, weil es bedeutet, es ist bald Sommer. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch mein Zimmer aufräumen. Ich habe eine Woche bei meinem Freund verbracht ungefähr. Ja, er kommt jetzt auch in ein, zwei Tagen wieder zu mir. Bis dahin habe ich noch extrem viel zu tun. Ja, also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich filmen werde. Ihr werdet es ja dann sehen. Ich habe jetzt auch eine Woche Vlogpause gemacht sozusagen, beziehungsweise YouTube-Pause. Einfach nach der Vlog-Woche jetzt, weil es einfach extrem anstrengend war für mich, so jeden Tag zu filmen und auch zu schneiden. Ihr habt meine Arbeit auch sehr geschätzt, da habe ich mich mega drüber gefreut. Ich werde bestimmt nochmal eine Vlog-Woche machen, weil es haben sich viele gewünscht. Mir hat es natürlich auch sehr Spaß gemacht. Es war zwar ein bisschen anstrengend, aber der Spaß hat überwogen. Egal. Und weil heute der Ostersonntag ist, also Ostern ist, habe ich auch ein paar Geschenke bekommen. Ich bekomme zu Ostern eigentlich nie Geschenke, aber bei meinem Freund war ich ja. Und seine Mama hat mir was Kleines besorgt. Ich habe mich so doll gefreut, es war so süß. Und zwar habe ich dieses Pack von Kinder bekommen. Ich liebe die Schokolade, Kinderschokolade, generell so Überraschungseier, alles. Und von seinem kleinen Bruder habe ich auch noch was Kleines bekommen. Das ist mega süß, da sind auch noch Gummibärchen, habe ich auch noch bekommen. Und ich habe noch einen Gutschein bekommen, der ist da drinnen für 15 Eiskugeln, glaube ich, bei der Eisdiele, die gleich um die Ecke ist. Und es ist so gut, dieses Eis. Deswegen freue ich mich so über den Gutschein. Und weil ich es auf YouTube noch nicht gezeigt habe, glaube ich, zeige ich es jetzt einfach nochmal. Ich habe meine Haare ja gefärbt. Also meine Cousine hat sie nochmal ein bisschen blondiert. Sie waren ja letztens schon blondiert, aber jetzt habe ich sie nochmal ein bisschen heller gemacht. So für den Sommer, als Sommerlook. Und ich finde es echt schön geworden. So, und jetzt werde ich erstmal mein Zimmer aufräumen, bevor ich was esse. Die ganze Zeit ja bei meinem Freund und deswegen muss ich noch in meinem Bullet Journal für April alles machen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, heute ist schon der 4. April, aber egal. Ich hatte halt echt keine Zeit und ich wollte es einfach in Ruhe machen bei mir zu Hause mit meinem ganzen Zeug. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist echt schon relativ spät. Ich muss mich jetzt gleich erstmal fertig machen. Es ist einfach schon 10:30. Oh mein Gott. Ich konnte irgendwie die Nacht gar nicht gut schlafen. Bin echt relativ spät dann doch eingeschlafen. Ja, ihr habt sie gesehen. Ich habe mir jetzt schon mein Frühstück gemacht. Ich werde jetzt kurz noch frühstücken. Es ist zwar jetzt halt schon fast 11 irgendwie, aber ja, ich esse einfach ein bisschen später dann Mittagessen. Ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch und es ist ein Päckchen noch angekommen für mich. Das werde ich euch jetzt zeigen. Es ist halt angekommen, während ich bei meinem Freund war. Und zwar ist es so ein Sternlichtprojektor und falls sich jetzt manche wundern, ich habe ja einen zu Weihnachten bekommen. Mein Bruder fand den so cool und hat sich auch einen gewünscht. Deswegen werde ich ihm den hier dann schenken, wenn ich ihn ausprobiert habe. Die Firma von dem Sternlichtprojektor hat mich nämlich gefragt, ob ich nicht mal die Produkte testen wollen würde. Hier war kein Satz, glaube ich. Aber auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, weil mein Bruder hat sich ja eh einen gewünscht und dann kann ich ihm den dann schenken als Überraschung. Und ich fand, der sah mega, mega cool aus. Deswegen öffnen wir den jetzt mal zusammen. Hier ist erstmal die Anleitung natürlich. Und jetzt sind hier, oh mein Gott, was ein cooles Kabel. Oh nein, wie cool ist das bitte? So sieht der auf jeden Fall aus. Da ist auch noch eine Fernbedienung dabei, aber für die muss ich erst noch Batterien suchen. Ich werde ihn euch heute Abend dann nochmal genauer zeigen und werde die verschiedenen Einstellungen ausprobieren. Jetzt sieht man es halt im Hellen noch nicht ganz so gut.
meine Mama und ich sortieren jetzt so ein paar Sachen aus, die wir geschenkt bekommen haben oder nicht mehr brauchen, weil sie zu klein sind. Und ich stelle die dann alle auf Vinted noch ein. Ich habe jetzt mega viele Sachen von mir, von meinem Bruder oder von meiner Mama eingestellt. Und ich hoffe jetzt, diese Leggings passt da rein. Die habe ich nämlich verkauft, aber es sieht eher schlecht aus, weil die ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich habe hier jetzt auf jeden Fall zwei Päckchen mit verkauften Sachen schon. Die muss ich jetzt noch beschriften und ich werde sie dann morgen zur Post bringen, weil heute ist ja leider Feiertag. Deswegen geht es heute nicht. Machen wir jetzt zum Mittagessen erstmal Kartoffelwedges. Das ist ja eigentlich mein Lieblingsessen, was ich so immer mache, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Ready, um eine Lerneinheit zu machen sozusagen. Ich fange jetzt schon mal an, für meine Klausuren zu lernen, weil ich schreibe in, keine Ahnung, ein bisschen mehr als einer Woche schon die erste und ich schreibe jede Woche dann zwei und dann wird das ein bisschen stressig. Für Deutsch muss ich nämlich nochmal ein ganzes Buch lesen zum Beispiel. Ich habe mein Getränk nochmal aufgefüllt, damit ich heute auch echt genug trinke. Ich habe in letzter Zeit viel zu wenig getrunken mal wieder. Der nächste Step ist bei mir immer Musik. Ich kann mit Musik irgendwie besser lernen. Manchmal schaue ich auch YouTube-Videos währenddessen. Manchmal auch beides gleichzeitig. Ich schreibe mir jetzt dann erstmal einen Plan von allen Klausuren erstmal. Ich glaube aber auch nur am iPad. Das habe ich auch da. Und meine erste Klausur ist Geschichte Sozialkunde. Und deswegen habe ich mein Geschichte und mein Sozialkundebuch. Und ich habe noch von einer Freundin von meiner Mama, die heißt Peggy und die schaut auch immer meine Videos, deswegen grüße ich sie einmal ganz lieb, habe ich solche Bücher fürs Abitur gekriegt. Ich muss jetzt mal schauen, ob die auch für meine Klausur dann passen würden. Aber ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe das für mehrere Fächer bekommen. Mathe, Deutsch, Chemie, Physik, alles wirklich mega, mega cool. Ich habe hier für Geschichte, Sozialkunde schon mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die aktuell sind. Da muss ich jetzt gleich nochmal bei meiner Lehrerin schauen, was sie geschrieben hat. Hier habe ich jetzt schon mal meinen Klausurenplan aufgeschrieben. Die einzige, die ich halt schon geschrieben habe, war Rally. Die ist schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, es wird sehr anstrengend. Ich habe früher eigentlich nie gelernt für irgendwelche Klausuren, ne? Schulaufgaben. Ich habe immer einen Tag vorher gelernt, am Abend davor. So unter Druck, 1-2 Stunden höchstens. Also ich bin echt kein Lernprofi. Für mich eine ganz neue Situation, dass ich jetzt schon eine Woche früher anfangen sollte. Deswegen versuche ich es jetzt einfach mal, ob ich es wirklich schaffe. Das ist übrigens mein Outfit von heute. Das Oberteil von Shein und die Hose auch. Und ich liebe die zwei Sachen einfach. Die sind so bequem. Und ja, genau. Ich werde jetzt gleich von meinem Papa abgeholt, weil wir fahren noch kurz bei meiner Oma und bei meinem Opa vorbei. Und sagen mal Hallo, weil da waren wir jetzt länger nicht mehr. Ich war vor 1,5 Wochen ganz kurz mal da. Aber jetzt gehen wir noch ein bisschen hin. Und ich habe gerade echt viel schon geschafft. Ich habe die ersten 4 Punkte von meinem Zettel schon abhaken können. Ich habe auch noch extrem viele Seiten in meinem Buch jetzt schon gelesen. Ich bin wieder zu Hause und ich werde jetzt ein Workout machen, aber ich wollte euch noch sagen, ich habe mich jetzt entschlossen, so eine Sport-Challenge zu machen. Und zwar habe ich mich für die von Chloe Ting entschieden. Ich habe früher ja ihre Workouts auch echt oft gemacht. Und ich werde diese Challenge machen, da hat sie einen Workout-Plan und da sind dann so für jeden Tag halt so Workouts von irgendwie 10 bis 50 Minuten lang. Ich bin mal gespannt, ob ich das durchziehe und wirklich jeden Tag dann die Workouts mache. Auch wenn ich keine Zeit habe, muss ich mir halt Zeit nehmen. Ich werde auf jeden Fall die Ergebnisse filmen. Ich weiß nicht, ob sich so viel ändern wird. Wir werden sehen. Ich werde es wahrscheinlich als TikTok filmen und nicht als ganzes YouTube-Video. Und oh mein Gott, dieser Sternlichtprojektor sieht einfach so schön aus. Und der hat hier halt auch noch so einen Mond und solche Wolken. Und es sieht so schön aus und es geht hier voll weit nach hinten auch noch. Oh, ich liebe es. Mein Trinken. Ich mache da jetzt auch noch Eiswürfel rein. Ich liebe Eiswürfel und ich bin gerade übrigens auf Discord mit meinen Freunden so.
habe mir jetzt noch ein Abendessen gemacht. Und zwar habe ich mir einmal hier Kiwi gemacht und noch zwei Toasts.